Boah, bist du ein Schwein. Wer? Ich bin kein Schwein, ich bin unrasiert und geil, ich bin Rowdy Harvey. Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Wüstenabenteuer in Pokémon Schwarz Edition 2. Glückwunsch, mit mir ist dir ein echt toller Hecht an den Haken gegangen. In einem Kampf gegen mich stehst du nur frisch gefangenen Pokémon gegenüber. Ein richtiger Trainer bin ich nicht, aber frische Pokémon, ja, das ist das A und O, was niemand verstehen mag. Anscheinend hast du ein einziges Pokémon gefangen, mehr nicht, oder? Ja, ich bin nicht unbedingt der beste Angler, aber gut, Barschopf, du bist an. Playboy. Wir brauchen eine dezente, aber dennoch wirkungsvolle Rasierblattattacke. Wow. Falikon! 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 Sehr gut. Zack, bam, und die Sache ist nicht gegessen, wie es scheint. Dann helfen wir mit Tackle ein bisschen nach. Wasserdüse! Das war übel. Tackle. Tackle! Tackle die Schmeckel! Besiegt. Marlon. Fangfrisch hast du mir da doch glatt eine Niederlage serviert. Sorry. Musste aber sein. Aber die angeln auch schon seit 2 Jahren hier, ne? Zauberwasser. Genau das Richtige für unseren Freund Spritzprinz. Oho! Ein guter Fang! Nicht übel! Als nächstes werde ich mir dann wohl den Sieg angeln. Den Sieg willst du dir also angeln? Dann bin ich mal gespannt, was du zu bieten hast. Okay, los, Anton! 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 Okay, wenn du Anton einsetzt, schicke ich natürlich wie immer Playboy in den Kampf. Anton! Okay, Rasierblatt, schnell! Volikan! Anton! Anton! Anton, Anton, Anton! Tja, soviel zum Thema Anton. Barschuft. Barschuft! Barschuft! Okay, Rasierblatt. Hoho, nicht so voreilig, mein Freund. Meine dezente, aber dennoch wirkungsvolle Bissattacke wird dich natürlich zermalmen. Nee. So schnell geht es nicht, Rasierblatt. Zack, bam, und die Sache ist gegessen. Sehr cool. Spritzprinz Level 24. Der Sieg ist mir durch die Lappen gegangen. Du warst einfach ein zu dicker Fisch. Bin ich wirklich so dick? Angeln ist das richtige Leben. Ein großer Fang gelingt nur mit viel Geduld und manchmal auch gar nicht. Mal gucken, was es hier für wilde Pokémon gibt. Oh, da oben waren die Assis, habt ihr die gesehen? Das erste wilde Pokémon aus der Wüste. Es ist ein Glutpopel. Hatten wir im letzten Let's Play, wird auf jeden Fall nicht trainiert und auch nicht gefangen. Oh, Matrifol lebt gefährlich. Nicht Matrifol, Folikon meine ich. Ich glaube, ich sollte wechseln. Sicher ist sicher. Ein kurzer Switch. So. Dann fahren wir jetzt hier mal nach oben. Theoretisch können wir kurz ins Pokémon Center, aber das ist mir jetzt zu stressig. Oh nee. Was will der denn jetzt? Hey du! Bleib doch mal kurz stehen! Ja, ich bleib die ganze Zeit stehen. Hör mal, Junge! Fahre niemals über 10 km/h durch die Straße mit deinem kleinen Fahrrad. Hey, hast du was gegen kleine Fahrräder? Das ist ein BMX-Bike. Das ist mir total egal. Naja, egal. Gut, dann setz die Apfelknarre ein und dann ist die Sache gegessen, oder? Hahaha, das denkst auch nur du. Die Sache ist erst gegessen, wenn ich dich besiegt habe. Also ist die Sache nie gegessen, oder? Wie meinst du das? Naja, du bist jetzt platt. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, doch.
aber noch hast du nicht gewonnen. Denn ich besitze genau diesen Typ, der gegen Wasser-Pokémon am besten ankommt. Nicht. Der Witz war schlecht. Ich weiß. Das war auch kein Witz, das war eine Tatsache. Vulcano, Feuerzahn! Oh, der wird immer richtig warm ums Herz. Aber Aquaknarre und dann sage ich Tschüss. Und Vulcano öffnet sogar sein Maul, um Aquaknarre richtig genießen zu können. Davon lasse ich mich nicht aufhalten. Ich bin nicht zu stoppen. Aber ich habe dich gerade gestoppt. In jungen Jahren darf man noch unbesonnen sein. Tu das, tu das. Hallo, kann man sich hier irgendwo heilen? Hallo? Hallo, ich brauche einen Arzt. Hallo, ich brauche einen Arzt. Gut, dann ruhe dich kurz aus. Geil! Wie der Zufall es mir mal wieder so wollte. Rorokai! Dragon Ball Z Budokai! Ist da was drin? Nee, ne? Der alte Palast versinkt langsam im Sand. Eines Tages sind auch die Erinnerungen an ihn für immer verschollen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Da konnte man noch nie hoch, was ich ziemlich schade finde. Och nee. Vorsicht, Treibsand! Komm nicht zu mir! Nein! Was macht ein Kind wie du an einem Ort wie diesem hier? Sandburgen bauen? Ha! Du willst mich doch nur verkeksen, oder? Jetzt mal im Ernst, was machst du hier? Also wenn ich ehrlich bin, möchte ich gegen ein paar Trainer kämpfen, um meine Pokémon zu trainieren. Ach ja, ist das wirklich alles? Ja, das ist wirklich alles. Mehr steckt da wirklich nicht dahinter? Na gut, wenn ich ehrlich bin, möchte ich noch ein paar Items schnappen und alles erkunden in der Einalregion. Ach ja? Ist das dein voller Ernst? Ja, wenn ich's doch sage. Nee, ist mal im Ernst. Ist es dein Ernst? Ja. Okay, okay, okay. Dann lass uns jetzt kämpfen. Das machen wir schon die ganze Zeit. Wie, das machen wir die ganze Zeit? Terry Bark! Hörst du wieder nicht auf Herrchen? Terry Bark! Terry Bark! Das ist typisch für meinen Terry Bark. Es hört nie auf mich und setzt einfach Attacken ein, die es für wichtig hält. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich denke schon. Aber ich denke mal, dass mein Hündchen deinen Seeotter schnell zur Strecke bringen wird. Denn Seeotter sind bekanntlicherweise nicht sehr stark. Dann unterschätze meinen Spritzprinz mal nicht. Warum das denn? Weil Tackle dich jetzt besiegen wird. Was? Verdammt, Terry Bark, oh nein! So schnell kann's gehen. Und Level 25. Das geht ja ruckzuck. Aquawelle. Endlich mal ein gescheiter Wasserangriff. Aquaknarre raus, Aquawelle rein. Sehr gut. Besiegt von einem Kind. Du bist ja stärker als die Polizei erlaubt. Yeah. Das ist doch mal ein Kompliment. Oh, es ist ein bisschen dunkler geworden. Es ist 17 Uhr. Wow, Doppelkampf. Doppelkampf, wenn ich hier stehen bleiben. Du. Oder? Doppelkampf? Hoffentlich. Eine polierte Platte für den Kampf sorgt für die nötige Konzentration. Ach, schade. Doch kein Doppelkampf. Hey, was guckst du? Hey, sorry, sorry. Los, Flampion! Oh, das trifft sich sehr, sehr gut. Los, Spritzprinz, zeig uns direkt mal deine neue Wasserattacke, die du erlernt hast. Zartronen! Zartronen! Wow, geil! Wie das aussieht. Das haut selbst den dicksten Flampion um. Sehr, sehr geil. Geglänzt habe ich in diesem Kampf nur mit meiner Glatze. Aber schöne Glatze. Route 4, geplante Routenabschnittserweiterung. Ja, wie gesagt, die Route wird erweitert in Pokémon Schwarz und Weiß 3. Aber mal im Ernst, bevor die jetzt wirklich weitere Pokémon bringen, sollten die einfach Pokémon
Rot und Blau 2 bringen. Gerade einfach solche Nachfolger würde ich extrem cool finden. Meine Motor durch die Wüste. Das ist wilde Romantik. Boah, bist du ein Schwein. Wer? Ich bin kein Schwein, ich bin unrasiert und geil, ich bin Rowdy Howie. Los geht's, Zubat. Okay. Los geht's, Spritzprinz. Wie immer, Aquavelle. Oh Mann, Zubat, pass auf! Oh nein, Zubat, meine Fledermaus. Prack, die Balken hab ich auch noch, Mann. Das werde ich so zur Strecke bringen. Das hast du noch nie gesehen, Mann. Los geht's, prack, die Balken. Boah, du bist so eklig. Was? Ich bin nicht eklig. Ich bin ein Motorradfahrer mit einem Bike. Boah, weg mit dir, Mann. Nicht so schnell, Weckruf, pam, pam, pam. Aufstehen, Mann, aufstehen, was ist los? Boah, Zwartronen, schnell tackeln. Zwartronen! Boah, danke. Du erlöst uns von den Bösen. Boah, Sand im Getriebe, das geht gar nicht. Du und ich, das wird leider auch nichts, Mann. Boah, eklig. Bäh, geh weg, bäh. Oh, Obi-Verkäufer, was willst du jetzt? Wusstest du schon? Gestern habe ich beschlossen, dass ich ein böser Bube werde. Daher bin ich jetzt super stark. Was erzählt er da? Manchmal sind die Texte so, so gut. Ach ja? Ich bin bereit. Los, Pokémon! Aha, ein Dusselgur also. Ein sehr, sehr böses Pokémon. Spritzprinz, du bist dran. Wusstest du schon? Äpfel gehören zur Gattung der Kernobstgewächse. Komm, hör mir auf mit deinen neunmal klugen Sprüchen. Du solltest eher streber sein als ein böser Bube. Ach ja? Wusstest du schon, böse Buben sind ziemlich stark und angesehen. Die Erkenntnis alleine reicht also nicht. Ein böser Bube zu sein, ist nicht so leicht. Gib's auf. Entschuldigung. Ein Wicht wie du hat hier nichts verloren, okay? Ich wollte nur kurz eine Frage stellen. Ach ja, was willst du, du kleiner Pimp? Hä? Was willst du? Wow, ich bin gerade verwirrt. Ja, komm schon zur Sache, du Pimp. Ich wollte nur fragen, ob ich hier in der Wüste noch irgendwelche coolen Pokémon finden kann. Ach ja, was juckt mich das, ob du jetzt Pokémon fangen willst, hä? Geh und verpiss dich in deinem scheiß Dorf. Hey. Bitte, ich will echt keinen Stress mit dir. Ich möchte echt nur fragen, ob es hier irgendwo Pokémon gibt, die eventuell in mein Team passen könnten. Ach, was laberst du für eine Scheiße, als ob ich wüsste, was du für Pokémon-Team hast. Okay, da ist auch was dran. Also, dürfte ich kurz aufzählen? Ich habe ein Spritz... Hey, was zählst du hier deine scheiß Pokémon auf, ey? Ich will einfach nur kämpfen und das war's, okay? Also komm jetzt nicht mit dieser komischen Leier, Mann. Bedrohe erstmal, um dich voll fett zu verwirren. Okay, dürfte ich ganz kurz... Nein, darfst du nicht, okay? Du bist jetzt einfach still für den Rest des Kampfes. Sonst knallst. Okay. Du meine Güte. So eine Unschuldsmine, aber dann so stark, ey. Verpiss dich jetzt. Okay. Entschuldigung. Oh ne. Ich glaube, die Leute sind hier nicht überall so nett. Was ist das für Arsch oder was? Hui. Das ging ja noch mal gut mit diesen komischen Typen. Show me your Geneva. Your Geneva. Show me your Geneva. Your Geneva. Soll ich mir einen Geneva fangen? Ist aber zu cool, ne? Wenn's Aquavelle überlebt, dann fang ich's. Also gar nicht. Aber es ist saugeil und hält es aus. Hätte mich aber auch gewundert. So, weiter.
Was haben wir hier denn noch so Schönes? Hier ist bestimmt irgendwas, wenn man mit dem Detektor rumläuft. Naja, egal. Dann haben wir hier noch zwei Hampelmänner. Und Sand. Dich knöpfe ich mir jetzt vor. Boah, wie assi die alle hier drauf sind, oder? Hey! Du störst es beim Blowjob! Wäh! Los, Wowbo und Lil Minute! Wir sind harte Kerle und haben harte Pokémon, Mann! Boah, total hart. Okay, Spritzkurz und Playboy, ihr seid dran. So, wir teilen uns die Aufgabe ein. Playboy, du übernimmst Lil Minute. Und du, mein lieber Spritzprinz, übernimmst Wowbo. Okay, Kollege, machen wir den platt, den Idioten. Zertronen! Dass ich nicht lache, Megasauger! Oh oh. Verdammt. So, jetzt muss aber Playboy ein bisschen Gas geben. Sehr gut. Sehr effektiv. So, hier wechsle ich. Sicher ist sicher. Und hier attackiere ich mit Käferbiss. Und dann sollte die Sache eigentlich schon gegessen sein. Pitchlip, du bist dran. Oh doch, oh doch. Hey Mann, Rasierblatt voll fett. Zum Glück habe ich gewechselt. Zack, Bums und besiegt. Das ergibt Level 21 für Playboy. Sehr, sehr gut. Mein süßes Pokémon! Mein Baby hat verloren! Boah, ich möchte euch echt nicht stören bei der Sache, die ihr gerade tätigt. Nanu, Playboy entwickelt sich nochmal. Das hat sich vor kurzem erst entwickelt. Also ist der Zuneigungswert extrem hoch, wenn es sich jetzt schon entwickelt. Ich frage mich nur, ob das gut ist, dass es sich jetzt schon entwickelt wegen den Attacken. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal entwickeln. Ich meine, Käferbiss und Rasierplatz sind schon coole Attacken. Wenn ich da nichts mehr erlernen sollte, ist es nicht so schlimm. Sag ich mal ganz vorsichtig. Vielleicht ist es auch blöd, ich weiß es nicht. Aber egal, komm, passt. Matrifol. Playboy wurde zu Matrifol. Damit haben wir das erste Pokémon auf der letzten Stufe. Ging echt schnell. Hätte ich nicht gedacht. Als ich damals Pokémon Schwarz 1 privat auf dem DS gespielt habe, habe ich auch Stravinkel trainiert und da hat es sich nicht so schnell entwickelt. Wahrscheinlich, weil es oft krepiert ist. Ich möchte mir kurz die Werte anschauen. Solo. 58, Angriff. Ja, nicht schlecht. Initiative ist auch ein bisschen gestiegen und damit eigentlich ein sehr, sehr starkes und sehr effektives Pokémon, das ich nicht missen möchte. So, aber für mich heißt es erstmal, wir machen einen Cut. In der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen in der Wüste um. Vielleicht fangen wir noch ein, zwei Pokémon und dann geht es weiter nach Rayono City. Vielen Dank und bis dann. Weil ich habe Makabaya. Makabaya ist mein Pokémon. Ich weiß, deshalb sage ich jetzt nur noch Makabaya, Makabaya.